Die DNX-Bewegung verhilft dir zu mehr Zeit, mehr Geld und mehr Freiheit. In diesem Podcast beantworten wir diese eine Frage: Wie kannst du von überall arbeiten, mehr Geld verdienen und gleichzeitig die Welt verändern? Wenn du die Antwort noch nicht weißt, bist du hier genau richtig. Alle Infos auf diesem Podcast sind 100% kostenlos. Bitte abonniere unseren Podcast und gib uns eine Bewertung auf iTunes. Yes, yes, yo! Wir sind live. Live on Facebook. Und heute geht es um das Thema finanzielle Freiheit. Investments, was bedeutet das überhaupt? Was ist Geld? Limitierende Glaubenssätze. Was verbindest du mit Geld? Okay. Stream läuft auch auf dem Phone. Alles klar, legen wir los. Was ist Geld? Was ist Geld eigentlich? Geld ist ein Konzept. Und solange viele Menschen an dieses Konzept glauben, solange funktioniert das Konzept auch. Wenn von heute auf morgen alle Menschen nicht mehr an das Konzept Geld glauben, dann wäre das Geld nur noch das Papier wert, auf dem es gedruckt ist, oder die Münzen, die geprägt wurden. Aber solange die Menschen in dem Glauben gehalten werden, dass das Geld auch einen bestimmten Gegenwert hat, solange funktioniert das Tauschsystem mit Geld. Und was die Menschen glauben lässt, dass Geld einen bestimmten Wert hat, sind Konzepte, die auch wieder von Staaten ausgegeben werden, von Governments, wie zum Beispiel, dass Geld gebackt ist durch finanzielle Reserven, durch die Federal Reserve, die übrigens in privaten Händen ist, von verschiedenen Familien, wie zum Beispiel den Rothschilds. Aber das wissen die wenigsten. Und die meisten Menschen denken, die Federal Reserve Bank wäre eine staatliche Institution. Und durch die Federal Reserve oder die Federal Reserve an sich hat im Grunde das Recht, Geld aus dem Nichts neu zu erschaffen. Also der Supply ist nicht gekappt. Das heißt, es kann unendlich viel Geld aus dem Nichts erschaffen werden von Banken, von Bundesbanken, von Privatbanken, durch den sogenannten Mindestreservesatz, der früher mal bei 10% war, mittlerweile bei 1%, glaube ich. Das heißt, nur 1% des Geldes muss wirklich bei der Bank vorhanden sein und 99% des Geldes können aus dem Nichts erschaffen werden. Und solange viele Menschen an dieses Konzept glauben, solange funktioniert es auch. Das gleiche bei Krypto. Solange viele Menschen daran glauben, dass ein Bitcoin einen bestimmten Wert hat, solange funktioniert dieses System. Und je mehr Menschen daran glauben, umso höher ist auch der Wert des einzelnen Bitcoins. Bei Kryptos, speziell bei Bitcoin, ist der große Vorteil im Gegensatz zu dem sogenannten Fiat-Geld, dass der Supply gecapped ist. Das heißt, es können nur 21 Millionen Bitcoins in Umlauf gebracht werden. Das heißt, das schafft eine gewisse Scarcity, eine gewisse Knappheit. Und deshalb ist es sehr wahrscheinlich, dass der Wert von Kryptos, von Bitcoins immer und Ethereum zum Beispiel immer weiter steigen wird im Laufe der Zeit. Auf der anderen Seite ist Krypto mega volatil, weil es noch sehr neu ist, das ganze Konzept. Und natürlich auch attackiert wird aus bestimmten Gründen von staatlichen Institutionen und Governments. Und ich frage jetzt einfach mal euch, schreibt mal in den Chat, was ist für dich Geld? Also was verbindest du mit Geld? Im Grunde ist ja auch ein mentales Konstrukt. Geld ist ja ein Wort, was erstmal mit Inhalt gefüllt werden muss. Und jeder versteht das anders. Also was verstehst du unter Geld? Energie. Hey Björn, du bist ja auch gerade auf Kopangan. Sehr cool, ich spüre dich. Sicherheit. Vielen Menschen gibt Geld ein Gefühl von Sicherheit. Dann bist du aber noch nicht mental frei. Nina freut sich über den Input. Sehr gerne. Also erstmal ist Geld neutral. Geld ist nicht schlecht und Geld ist auch nicht gut. Geld ist neutral. Geld ist ein Konzept. Das Problem ist in unserer Gesellschaft, dass wir sehr konditioniert werden von unserer Gesellschaft, von unserer Erziehung, von unseren Eltern, von der Schule, von der Ausbildung, vom Studium. Und da gibt es viele negative Glaubenssätze gegenüber Geld. Wahrscheinlich kennt ihr das auch, dass du schon mal gehört hast, nur schlechte Menschen haben Geld. Oder Geld ist schmutzig. Oder über Geld redet man nicht. Geld hat man. Das ist irgendwie so ein Tabuthema.
Und deshalb funktioniert es ja auch so gut für die Governments und für die Staaten, die Leute confused zu halten, verwirrt zu halten. Keiner versteht letztendlich, wo Geld entsteht und wie Geld entsteht. Ganz wenige verstehen das System des Mindestreservesatzes, dass die Banken im Grunde gar nicht das ganze Geld haben, was im Umlauf ist. Und dass im Grunde auch immer Geld fehlt. Und das entsteht durch Schulden. Also Schulden werden irgendwann das ganze Finanzsystem zum Kollabieren bringen. Weil wenn du zur Bank gehst und du leihst dir 10 Euro, dann kreiert die Bank einen Buchungssatz und zahlt dir 10 Euro aus. Und was du der Bank aber zurückzahlen musst, sind 11 Euro. Sagen wir jetzt mal bei dem Zinssatz, um das mal einfach zu halten. So, aber dadurch, stell dir vor, du bist der erste Mensch auf Erden, es gibt nur die eine Bank, du leihst dir die 10 Euro und du musst 11 zurückzahlen. Wo kriegst du die 11 Euro, den übrigen Euro her? Wo kriegst du den einen Euro, den du an Zinsen zahlen musst? Der ist überhaupt nicht im Umlauf. Das heißt, es ist viel mehr fiktives Geld im Umlauf, als wirklich da ist. Und deshalb funktioniert das so gut, die Menschen in Geiselhaft zu nehmen über das Konstrukt Geld. Deshalb sind die Menschen so gestresst und deshalb müssen so viele Menschen so viel arbeiten, weil nie genug Geld da ist. Irgendjemand fehlt immer Geld. Und dadurch kommt man die Menschen in das Hamsterrad. Und jeder versucht natürlich, seine Schulden abzubezahlen und das nicht vorhandene Geld von dem anderen zu bekommen. Derjenige hat dann noch weniger Geld und versucht es dann auch wieder von jemandem zu kriegen. Das heißt, du bist wirklich ein Sklave des Geldes. Und dadurch, dass keiner das System versteht, lehnt sich da auch keiner gegen auf und machen alle mit und halten die Fresse. Aber wir sind hier auf dieser Erde inkarniert und müssen uns an bestimmte Regeln halten und so lange das Game mitspielen, wie es gerade noch da ist. Es gibt neue, andere, bessere Konzepte, wie zum Beispiel Krypto, aber das dauert, bis genug Menschen erkannt haben, welche Vorteile und welche Power zum Beispiel Cryptocurrencies haben, wo es keine Middlemans mehr gibt, keine Banken, keine Kontrolle, sondern du wirklich peer-to-peer, one-to-one dein Geld oder deine Kryptos, deine Coins hin und her schicken kannst. Ohne dass jemand in der Mitte auch noch die Hand aufhält. Durch Zinsen zum Beispiel oder Schulden. Und solange müssen wir uns diesem Spiel unterwerfen und mitspielen und das Beste draus machen. Klar, die Welt ist abgefuckt an vielen Stellen. Alles werden wir jetzt nicht von heute auf morgen ändern können. Aber du kannst im Kleinen damit anfangen. Und das fängt zum Beispiel damit an, dass du das Konzept von Geld verstehst. Und dass du dein Money Mindset in einem besseren State bringst. Dass du Geld verstehst und dass du verstehst, wie du Geld in dein Feld ziehst. Wie du Geld anziehst. Wie zum Beispiel durch die universellen Gesetze, das Law of Attraction. Und erstmal ist Geld neutral. Und Geld verstärkt nur den Charakter. Das heißt, wenn du vorher ein totaler Assi warst, guess what? Du hast mehr Geld und bist ein noch größerer Assi. Machst noch mehr Scheiße. Gib einem guten Menschen mehr Geld und er macht mehr gute Sachen. Uns treiben so Visionen an, wie ein Healing Center in Brasilien zu eröffnen. Das heißt, wenn ich mehr Geld hätte, würde ich das da rein investieren. Oder eine andere Vision von Feli und mir oder Yara Joy, muss ich auch erst noch an den neuen Namen gewöhnen, ist, dass wir eine Insel kaufen, und auf die Insel dann bedrohte Tierarten bringen. Und die Pflanzenwelt, Flora und Fauna, die einfach frei prospern lassen. So wie es eigentlich mal vorgesehen war von der Natur. Und das ist natürlich so eine fette Riesenvision. Dafür brauchst du auch ein bisschen monetäre Grundlage. Und darum ist es geil, Geld zu verdienen. Wenn du ein guter Mensch bist, machst du mehr gute, geile Sachen mit dem Geld. Und selbst wenn du ein schlechter Mensch bist und du hast viel Geld, hat er am Ende des Tages Wert erschaffen. Weil Geld stellt auch immer einen Gegenwert dar. Also erster Takeaway, Geld verstärkt einfach nur deinen Charakter. Bist du ein guter Mensch, es ist völlig legitim, gerade auch wenn du ein spiritueller Mensch bist, viele, viele spirituelle Menschen haben damit Probleme, gerade mit diesem ganzen Konzept Geld. Ich fände es auch besser, wenn es kein Geld mehr geben würde. Und ich weiß, das wird auch irgendwann passieren. Aber solange das noch nicht da ist, ist es erstmal gut, mehr Geld zu machen. Weil es dich auch mental frei macht, finanziell frei macht und du hast mehr Optionen, du hast mehr Möglichkeiten. Und erstmal, wie gesagt, erster Takeaway, Geld ist einfach nur neutral
und ein Katalysator für das, was eh schon da ist. Steht da jedem selbst frei, ob er sein Geld dann für Koks und Nutten for you will, Champagner trinkt, alles fair enough, oder ob du damit geile Visionen in die Welt bringst. Und jetzt ist ganz wichtig zu verstehen, wie kommt eigentlich Geld in dein Leben? Also wie attractest du Geld? Also wie kommt Geld in dein Leben? Überleg mal, im Grunde ist es total einfach. Geld fällt nicht vom Himmel. Und Geld ist auch nicht auf der Straße. Und Geld kannst du auch nicht auf der Couch manifestieren und den ganzen Tag meditieren und dann irgendwie wachst du auf oder machst die Augen auf und rechts und links liegt Geld neben dir. Das funktioniert auch nicht. Aber da gibt es auch Grenzen im Law of Attraction. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Übrigens, im Buch The Secrets werden nur 3 Steps, Ask, Believe, Receive, erläutert. Im Grunde sind es 5 Steps, die du wissen musst für das Law of Attraction. Also, die Lösung ist ganz einfach. Wie kommt Geld in dein Leben von anderen Menschen? Von anderen Menschen. Und wann geben andere Menschen dir Geld? Überleg mal, wann zahlst du Geld? Wann gibst du Geld aus für ein DMX-Ticket? Wann gibst du Geld aus für Essen? Wann gibst du Geld aus für einen Slowjuicer? Wenn du denkst, dass du einen Mehrwert davon hast, dass du was dafür kriegst, dass du einen Wert bekommst. Das heißt, die Lösung zu, wie bringst du mehr Geld in dein Leben? Erschaffe mehr Wert für andere Menschen. Erschaffe Mehrwert. Kreiere. Geh raus. Teile, was du kannst. Wie zum Beispiel ich jetzt mit dem Facebook Live. Es ist mir ein großes Anliegen, mein Wissen mit euch zu teilen. Dadurch erschaffe ich gerade Mehrwert für andere. Ich kann dir sagen, es ist super, super rewarding. Also ein richtig geiles Gefühl zu createn und nicht nur zu konsumieren. Ich gucke auch viele YouTube-Videos, höre Podcasts oder lese Buchzusammenfassungen. Aber immer erst am Abend, wenn ich selber kreiert habe, wenn ich anderen Menschen geholfen habe, wenn ich mein Wissen in die Welt gebracht habe, für die Menschen, die ready sind. Da ist auch ganz wichtig, immer auch nur mit den Leuten zu kommunizieren, die auf deiner Wellenlänge sind, die auf deiner Frequenz sind. Also nicht zu preachen, nicht zu sagen so, ey, Leute, alle müssen jetzt vegan werden, das ist das Geilste der ganzen Welt. Und dann zu deiner Mutter rennen, zu deinem Bruder, zu der Frau von deinem Bruder und die sind alle nur genervt, weil du die ganze Zeit von vegan redest. Macht keinen Sinn. Nur wenn die Leute selber Fragen stellen. Oder für die Leute, die jetzt hier in dieses Facebook Live kommen, die sind most likely an dem Thema interessiert. Und für die bin ich dann gerne da. Also, stifte Mehrwert für andere Menschen. Und wie kannst du das machen? Was ist der schnellste Weg zu Geld? Überleg mal. Es gibt die Slow Lane und es gibt die Fast Lane. Was könnte wohl die Slow Lane sein? Ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch heißt. Slow Lane ist auf der Autobahn hier diese mittlere und rechte Spur. Und die Fast Lane ist die linke Spur, wo du drauf fährst, wenn du überholen willst. Und Slow Lane ist, du lässt dich anstellen, arbeitest für jemand anderen, für die Träume von jemand anderem. Und das Schlimmste daran ist, dein Geld ist gecapped. Das heißt, du kannst immer nur bestimmte Sprünge innerhalb deiner Karriere oder des Unternehmens machen. Und dann bist du irgendwann am Limit. Bei mir war es als Online-Marketer in Berlin, habe ich irgendwann knapp 6-stellig verdient. 96.000 brutto im Jahr. So, das habe ich relativ schnell erreicht und habe aber selber gemerkt, ich komme nicht weiter. Es macht mich noch nicht frei, es macht mich nicht glücklich. Ich habe feste Arbeitszeiten. Ich muss dann zum Job kommen, wenn der Chef das will. Ich muss hoffen, dass mein Urlaub freigegeben wird. Ich kann nicht dann arbeiten, wenn ich am produktivsten bin. Jetzt gerade auf Koh Phangan zum Beispiel mache ich heftige Nachtschichten, weil es hier tagsüber so heiß ist. Das heißt, als Angestellter wirst du niemals wirklich finanziell frei werden. Du wirst es schon allein physisch nicht, weil du dein Body, dein Kadaver, dein Physical Body quasi jeden Tag ins Büro schleppen musst. Zu einer bestimmten Zeit. Und dann auch eine bestimmte Zeit dort sitzen, die sogenannte FaceTime. Ich weiß noch ganz früher bei mir, ich habe in einer Agentur gearbeitet, habe da eine Ausbildung gemacht in einer Eventagentur. Ja, und da, wenn du da um 6 oder 7 nach Hause gegangen bist,
Da haben die Leute dich doof angeguckt und haben gesagt, Meurer, hast du heute nur einen halben Tag zu arbeiten oder was? Das heißt, ich musste da immer so lange sitzen bleiben. Keiner hat sich getraut zu gehen. Das war richtig bekloppt. Bis 8, 9 Uhr. Manchmal habe ich es gar nicht mehr ins Fitnessstudio geschafft, weil ich so lange in dieser verdammten Agentur rumgehangen habe, meine Aufgaben eh schon alle fertig hatte und nur noch rumgepimmelt habe, bis die Zeit endlich abgelaufen war. Und sowas macht überhaupt keinen Sinn, oder? Und die Fastlane ist, du machst dich selbstständig. Du wirst Unternehmer. Vor dem Unternehmertum steht meistens die Selbstständigkeit. Das kann dann Freelancen sein, für andere Arbeiten, haben wir auch gemacht. Yara und ich, wir haben zuerst für Startups, meistens in Berlin gefreelanced, haben für die Online-Marketing-Kampagnen aufgesetzt und gemacht. Gleichzeitig haben wir aber unser erstes Unternehmen, Anführungsstrichen, aufgebaut mit der Travel-Website, dem Travel-Blog Travelicia, der irgendwann die ersten Einnahmen generiert hat über Affiliate und Sponsored Deals, also Partnerschaften aus der Reisebranche. Und dadurch sind wir auf die Fastlane gegangen, weil wir auf einmal selber entscheiden konnten, wann wir arbeiten, für wen wir arbeiten, mit wem wir arbeiten und was wir dafür nehmen. Das heißt, als Unternehmer sind deine Einkommensziele nicht mehr gedeckelt. Du kannst unendlich viel Geld verdienen, wenn du genug Mehrwert stiftest. Und dann gibt's noch so geile Sachen wie Tax Optimization. Das heißt, wenn du nicht mehr in Deutschland lebst, so wie wir, sind nur noch 3-4 Wochen im Jahr in Deutschland, dann kannst du auch noch einiges an Steuern sparen. Das heißt, in Deutschland gibt es ja zum Beispiel einen progressiven Steuersatz, Einkommensteuersatz. Je mehr Geld du verdienst, umso mehr Geld wird dir auch wieder weggenommen. Das heißt, dadurch schaffen die es, die Menschen, die langsam so die Leiter hochklettern, einkommensmäßig, immer wieder quasi in das Medium zu bringen, immer wieder runterzuknallen. Ich glaube, Spitzensteuersatz in Deutschland irgendwo 42%. Und dann noch die ganzen indirekten Steuern, davon wollen wir gar nicht reden, aber sagen wir mal, gut die Hälfte des Geldes wird dir eh schon abgenommen wieder vom Staat. So. Wenn du jetzt fragst, so, was ist das beste Business, was ich starten kann? Oder die beste Form der Selbstständigkeit? Wenn du dein Know-how, deine Skills und dein Knowledge verkaufst an andere Menschen, also deine Expertise, wie zum Beispiel durch Coaching oder du bist ein Trainer, du bist ein Speaker, du gibst Workshops, du bist eine Agentur. Das alles ist nämlich wunderbar skalierbar, wenn du weißt, wie das geht. Und die Marge als Online-Unternehmer ist unendlich groß. Das heißt, gerade als ortsunabhängiger Online-Unternehmer, wenn du kein festes Büro hast, keine laufenden Fixkosten, hast du wenig laufende Kosten, später baust du ein eigenes Team auf, dafür hast du dann Kosten, so wie wir. Aber erstmal ist die Marge richtig, richtig hoch, die du als Online-Unternehmer verdienen kannst. Gerade wenn du dich als Coach selbstständig machst, als Trainer, als Berater, Workshops gibst, Agenturleistungen, Physiotherapeut, das alles online, kannst du unendlich skalieren. Und wenn du wissen willst, wie wir das machen, dann können wir dir helfen. Trag mal eben den Link in die Comments ein von unserem Coaching-Programm. Wenn du dich dafür interessierst, geh mal auf die Seite, check das aus. Aber nur, wenn du Experte bist in einem bestimmten Thema. Das heißt, wenn du schon mal ein Problem für dich selber gelöst hast oder für andere Menschen, dann kann man das nämlich wunderbar aufsetzen, Funnel draus machen, das Ganze über ein Gruppencoaching skalieren und du kannst viel, viel schneller deine Einkommensziele erreichen. Weil der Plan ist, als Unternehmer irgendwann deine Zeit vom Geld zu entkoppeln. Das heißt, du kriegst nicht mehr nach Stunde bezahlt, sondern für das Ergebnis, was du lieferst, für den Mehrwert, den du lieferst, für die Durchbrüche, für die Transformation von anderen Menschen. Weil wenn du am Anfang von deiner Selbstständigkeit, muss das vielleicht sein, als Freelancer am Start bist, rechnest du erstmal nach Stunde ab und stellst Rechnungen an andere Menschen. Aber das Ganze kannst du nicht skalieren. Deine Zeit am Tag ist begrenzt. Du musst 6 bis 8 Stunden schlafen, willst vielleicht auch noch was essen zwischendurch. Das heißt, du kannst maximal 8 Stunden pro Tag vielleicht arbeiten. Und das alles auf Rechnung. Dann kannst du dir mal selber ausrechnen, wie viel du damit maximal pro Monat verdienen kannst. Und auch mal in Betracht ziehen, wie hoch die Gefahr ist, dass du ausbrennst und Burnout bekommst. Darum, dass hier als Unternehmer irgendwann deine Zeit vom Geld entkoppeln
und das Ganze skalieren. Also Fastlane, schnellster Weg zum Geld, selbstständig machen, Unternehmer werden. Irgendwann Wohnsitz in Deutschland abmelden, außer du bist noch über die Hälfte des Jahres in Deutschland, dann geht das nicht. Wir sind nur noch 3 Wochen im Jahr in Deutschland, dürfen auch gar keinen Wohnsitz mehr in Deutschland haben. Und dann gibt es auch noch spannende Konzepte, wie du Steueroptimierung machen kannst. Du kannst ja quasi, eigentlich ist ja auch dein Geburtsrecht, als Mensch aussuchen, in welchem Land du dich meldest, in welchem Land du deine Company anmeldest und wo du dein Geld versteuerst. Und diese Freiheit hast du nur als Unternehmer, als Selbstständiger. Und dann fragen mich immer viele Leute so, Sonic, wie sieht's eigentlich aus? Also gerade bei Unternehmern, die schon weiter sind, bist du auch schon finanziell frei? Seid ihr finanziell frei? So, und dann ist der Elefant im Raum. Was ist überhaupt finanzielle Freiheit? Das wird nämlich auch ganz selten mit Inhalt gefüllt. Und was ich euch mitgeben will, ist ein geiles Konzept von Tony Robbins. Und das sind die 5 Stufen finanzieller Freiheit. Und darüber wird viel zu wenig gesprochen. Deshalb freue ich mich so, mit euch heute hier dieses Facebook Live zu machen. So, finanzielle Freiheit erreichst du dadurch, dass du investierst. Dass du das Geld, was du zur Verfügung hast, was übrig ist, dass du das Investment steckst und dadurch Zinsen generierst. Kleiner Tipp, tu es nicht auf Tagesgeld. Ich glaube, Feli hat letztens herzlich gelacht. Bei der Comdirect gab es, glaube ich, 0,1% bis 0,01% bis 10.000 Euro. Und über 10.000 Euro gab es 0% Zinsen auf dem Tagesgeldkonto. Musst du dir mal wegtun. Dann die Inflation eingerechnet, verlierst du also Geld. Du wirst also bestraft, wenn du dein Geld auf der Bank liegen hast. Schreib das auf. Wenn du dein Geld auf der Bank liegen hast, zahlst du drauf. Dein Geld wird weniger. Das Dümmste, was du machen kannst, ist dein Geld auf der Bank liegen zu lassen. Wenn wir gleich noch Zeit haben, gebe ich dir auch gerne noch ein paar Investment-Tipps, was man stattdessen mit seinem Geld machen kann. Aber erstmal ist wichtig, in dieses Investment-Mindset reinzugehen. Und das kann auch schon ganz früh sein. Also du kannst auch schon 100 Euro irgendwo investieren, in eine Aktie zum Beispiel. Oder bei Bondora, da gibt es ein Go-and-Grow-Konto, wo du garantiert 6,75% Zinsen bekommst. Oder über Peer-to-Peer-Investments, das sind Loans, Microloans, also Mikrokredite, die du als Privatinvestor anderen Privatkreditnehmern zur Verfügung stellst, wo ich gerade im Durchschnitt 14% Zinsen für krieg über Mintos. Und das ist eine Plattform, die läuft voll automatisiert, muss mich um nichts kümmern, es gibt ein Auto-Invest-Portfolio. Und wenn der Kredit nicht zurückgezahlt wird, habe ich auch kein Risiko, weil von der Plattform Mintos gibt es eine Buyback-Garantie. Ich hau euch mal die beiden Links rein zu Bondora. Da gibt es das Go-and-Grow-Konto. Und dann gibt es noch von Mintos Peer-to-Peer-Investment. Alright, kommen wir jetzt mal zu den 5 Stufen finanzieller Freiheit. Wenn du dein Geld anlegst, bekommst du Zinsen dafür. Und die erste Stufe der finanziellen Freiheit ist die finanzielle Sicherheit, was eben auch einer in den Kommentaren geschrieben hat. Financial Security. Und das ist, wenn du von den Zinsen deine monatlichen Basiskosten decken kannst. Wie zum Beispiel für Miete, Strom, Essen. Und das ist die finanzielle Sicherheit, das ist die erste Stufe. Und die zweite Stufe geht darüber hinaus. Das ist die sogenannte Financial Vitality. So, zweites Financial Vitality. Das heißt, du kannst dadurch deine Grundbedürfnisse decken und hast noch extra Geld für Fun. Wie zum Beispiel Reisen, Klamotten, die du dir leisten willst, wenn du das machen willst, oder Entertainment. Wo es spannend wird, ist die finanzielle Unabhängigkeit. Financial Independence. Das heißt, du lebst nur noch von deinen Zinseszinsen und musst nie mehr für Geld arbeiten. Das Geld arbeitet ab dem Moment für dich. Bei den anderen beiden Stufen musst du trotzdem noch arbeiten, um die restlichen Kosten covern zu können. Ab Financial Independence, auf der Stufe sind wir gerade, kannst du nur noch von den Zinseszinsen leben. Ich müsste keinen Tag mehr in meinem Leben arbeiten und
es ist alles gecovert, was ich brauche, plus Fun, Reisen, Entertainment. Und das Geile ist, in dieser Stufe, ab dem Moment bist du nicht mehr Sklave des Geldes, sondern das Geld arbeitet für dich. Das heißt, ab dem Moment hast du den Dreh geschafft, diesen Switch, dass du dich nicht mehr von Geld abhängig machst, um finanziell frei zu sein. Und als vierte Stufe gibt es die finanzielle Freiheit. Das heißt, du musst nicht mehr arbeiten und deine Investments, die Zinsen von deinen Investments verbessern sogar noch dein Lifestyle. Das heißt, wenn du darauf stehst, kannst du jetzt vielleicht in 5-Sterne-Hotels gehen und dir zusätzlich noch Luxus in dein Leben holen. Und die letzte Stufe, die ist richtig pervers, das ist die absolute finanzielle Freiheit. Und da hast du genug Geld, um alles zu machen, was du willst und wann du willst. Wie zum Beispiel, wenn Yara und ich jetzt nach Fortaleza fliegen und wir haben keinen Bock, den Bus zu nehmen nach Jericoacoara oder zur Ilha do Gujiru, wo wir in Brasilien unser Stück Land haben, dann nehmen wir uns einen Helikopter. Oder du kannst jederzeit Privatflugzeuge nehmen. Das ist die allerletzte Stufe der finanziellen Freiheit. Also wichtig für dich sind vielleicht erstmal die ersten drei Stufen, um zu verstehen, so was ist dein Ziel und auch um nicht überfordert zu sein. So erstmal Investments, so viel Investments aufzubauen, so viel Zinsen zu generieren aus deinen Investments, dass du deine Basiskosten decken kannst. Das ist die finanzielle Sicherheit. Dann kommt finanzielle Vitalität, das heißt Basiskosten plus Fun. T.F. Ecker hat auch so ein Konzept mit dem 5 Jars und da ist zum Beispiel auch ein Fun-Account. Und danach kommt die finanzielle Unabhängigkeit, das heißt, du lebst nur noch von den Zinseszinsen und musst nie mehr für Geld arbeiten. So, jetzt komme ich mal wieder zurück. Hier habt ihr auch nochmal die beiden Links zu Mintos und Bondora. Schaut euch das mal in Ruhe an. So, und die große Kunst ist jetzt, ich habe euch jetzt die 5 Stufen der finanziellen Freiheit gezeigt. Die große Kunst ist, auch ohne Geld schon frei zu sein, sich ohne Geld frei zu fühlen, also mental frei zu sein. Das heißt, du machst dein Glück und deine Erfüllung nicht mehr von deinem Bankaccount abhängig. Das klingt leichter, als es ist. Ich kenne genug Menschen, die haben richtig viel Geld auf dem Konto, arbeiten sich weiter zu Tode, stehen kurz vorm Burnout, haben keine Zeit für die Family, sehen ihre Kinder nicht richtig aufwachsen. Beziehung ist auch halb cool, nicht so cool, weil der Mann so viel arbeitet, so viel Drive hat, so eine große Passion, so eine große Vision, ist ja alles fair enough, ist richtig cool. Aber das Ganze ist auch immer holistisch zu betrachten. Es gibt ja dieses Wheel of Life und dazu gehört dann nicht nur Erfolg im Beruf, sondern auch Spiritualität zum Beispiel. Wer bin ich wirklich? Wo komme ich her? Was ist meine Aufgabe? Wie viel Kraft habe ich eigentlich? Ich bin das Universum, ich bin der Creator. Oder Relationship, deine Beziehung zu deiner Familie, zu deinen Kindern, zu deinem Partner, zu anderen Menschen. Oder dazu gehört Ernährung. Wie ernähre ich mich? Was tue ich oben bei mir rein? Oder dazu gehört auch Sport. Emotion is motion. Was tue ich da jeden Tag für? Und das ist das Wheel of Life. Und es war ganz interessant. Wir wurden mal vermittelt zu einem Finanzberater in Frankfurt und haben mit dem eingecheckt über unsere Situation. Ich glaube, das war so vor 2 Jahren, glaube ich. Da waren wir noch nicht so weit wie heute, aber auch schon relativ gut auf dem Weg. Und der hat gesagt, so Leute, wisst ihr was? Nachdem wir jetzt auch ein bisschen länger eingecheckt hatten und geredet haben, wir sind auf einem richtig guten Weg finanziell, aber was noch viel wichtiger ist, ihr seid schon mental frei. Ihr macht euch nicht vom Geld abhängig. Ihr seid schon an den Orten, an denen ihr gerne sein wollt. Ihr tut die Dinge, die ihr gerne machen wollt. Ihr arbeitet mit den Menschen zusammen, mit denen ihr gerne zusammenarbeiten wollt. Ihr verbringt nur noch Zeit mit den Menschen, mit denen ihr Zeit verbringen wollt. Und das ist absolute mentale Freiheit, dass du dich nicht mehr abhängig machst von deinem Kontostand, von deinem Geld, sondern schon mental frei bist. Und dir sagst, alles, was ist, wie es gerade ist, ist cool. Und selbst wenn mir heute alles genommen wird, ich finde schon irgendwie zurecht. Und deshalb ist zum Beispiel Property Investment auch so geil. Wir haben uns jetzt ein Stück Land in Brasilien gekauft und ein Stück Land in Thailand hier, auf Koh Phangan. Und selbst wenn unser ganzer Bankaccount alles weg ist, haben wir immer noch die beiden Stücke Land, bauen da bald auch ein Haus drauf und eine Villa.
dann können wir uns auf die Stück Land legen mit einem Zelt, solange wir das Haus noch nicht haben, und da pennen. Und müssen uns keine Sorgen machen um das Geld. Also wichtig ist, sich überhaupt mal bewusst zu machen, auf welche Stufe will ich denn überhaupt? Was ist mein Ziel? Will ich nur die finanzielle Sicherheit, so wie jemand in den Kommentaren gesagt hat? Oder Financial Vitality, finanzielle Unabhängigkeit? Oder will ich wirklich die finanzielle Freiheit, von der alle immer reden? Und da hilft es ungemein, dass... So, also mach dir klar, wie viel Geld brauchst du eigentlich, um zu der finanziellen Freiheit zu kommen, und welche Stufen muss ich dafür alles nehmen? Es gibt einem nämlich viel mehr Mut, als so ein Riesengebilde vor sich zu sehen, finanzielle Freiheit, und sich zu denken, what the fuck, wie komme ich da überhaupt hin? Okay, next. Wie schaffst du es, dass das Geld auch bei dir bleibt? Wie schaffst du es, Geld in dein Leben zu ziehen? Wie schaffst du es, Geld zu attracten? Dafür ist wichtig, Geld gut zu behandeln. Also Geld ist ja etwas, was du haben möchtest, weil es dir mehr Optionen und Möglichkeiten erschafft. Das heißt, wenn du etwas haben möchtest, wie zum Beispiel einen Traumpartner, dann behandelst du diesen ja auch gut, damit er sich für dich interessiert. Und damit sich Geld für dich interessiert, musst du Geld gut behandeln. Das fängt schon damit an, wenn ich Geld in meinem Portemonnaie habe, dann sortiere ich das immer nach den Werten. 1000 Baht, 500 Baht, 100 Baht, 20 Baht und dazwischen vielleicht noch ein 50er, wenn ich einen habe. Thai Baht, weil ich gerade in Thailand bin. Das heißt, beschäftige dich mit Geld. Oder, was ich auch immer gemacht habe, als ich so ein Auto hatte, damals in Deutschland. Cool, Stream läuft wieder. Oder was ich auch gemacht habe, als ich so ein Auto hatte in Deutschland, habe ich mein Auto immer vollgetankt. Das heißt, ich hatte immer einen vollen Tank und habe nicht geguckt, wie kann ich jetzt möglichst Geld sparen. Ich habe gerade nicht so viel im Portemonnaie, sondern ich habe mich selber mental immer in dieses Füllegefühl gebracht. Ich habe schon genug, mein Tank ist voll, mein Kühlschrank ist voll. Oder jetzt hier beim Roller, auf Koh Phangan haben wir zum Beispiel einen Roller und den tanke ich auch immer voll. Cool, alle hören mich, perfekt. Also versuch in dieses Abundance, in dieses Füllegefühl zu gehen. Also start before you're ready, du hast jetzt schon genug Geld und du hast genug Geld, um deinen Tank aufzufüllen zum Beispiel. Oder was ich auch gerne gemacht habe, in Berlin oder in Düsseldorf, in Deutschland, auch hier. Wenn ich Geld abhebe, dann hebe ich mir immer richtig viel Geld ab. Das Geld ist ja nicht verloren. Ist ja dann nur bei dir. Du hast Cash. Und mir gibt es immer so ein Gefühl von Abundance, von Fülle, von ja auch Freiheit. Ich hab genug Geld. Ich habe genug Geld im Portemonnaie. Und ich ziehe mir nicht immer nur 50 Euro aus dem Automaten, sondern vielleicht auch mal 200. Da muss ich nämlich nicht viermal zum Automaten, sondern nur einmal. Und ich habe das Gefühl, ich habe viel Geld in meinem Portemonnaie. Ab und zu kannst du das Geld auch mal rausnehmen und dir anschauen, wie sieht so ein Schein überhaupt aus? Wer hat das überhaupt von euch schon mal jemand gemacht? Hat sich vielleicht mal mit Geld beschäftigt? Was für Sicherheitsmerkmale sind da drauf? Was sind da für Bilder drauf? Vielleicht Zitate, welche Siegel, welche Hologramme? Geld muss sich bei dir wohlfühlen. Wie so ein Baby. Das behandelst du auch gut. Und du solltest das Geld im Fluss behalten. Das war nämlich am Anfang auch ein großer Fehler von mir. Also ich dachte, Geld ist Freiheit. Und je mehr Geld ich habe, umso mehr Freiheit habe ich. Und habe möglichst versucht, alles bei mir zu behalten und möglichst wenig Geld auszugeben. Also Kosten immer gering zu halten. Aber ich kann dir sagen, das dauert mega, mega, mega lange, um damit Reichtum und Vermögen aufzubauen, wenn du das Geld bei dir behältst und nicht im Fluss gehen lässt. Darum ist es besser, auch wenn du noch nicht so viel Geld hast, immer auch schon mal in dieses Millionär-Mindset reinzugehen, wo du auch vielleicht mal entsprechend deiner finanziellen Ressourcen was spendest oder mal ein Trinkgeld gibst. Oder einfach mal in das Gefühl gehst, wie ist es, in einem teuren Café zu sitzen und bestellst dir da vielleicht einen veganen Eiweißshake und gibst, obwohl der relativ teuer ist in diesem Café, und gibst obendrauf nochmal ein bisschen Trinkgeld. Das ist dieses Investment-Mindset. Und gleichzeitig umgibst du dich auch mit den Leuten, die auch schon viel Geld haben. Das heißt, du musst vorher schon so handeln wie dein zukünftiges Ich. Dann wird das nämlich ganz natürlich für dich. Und wenn du jetzt schon mal anfängst mit den ersten Investments
in Peer-to-Peer oder Aktien oder Krypto oder Bondora. Und wenn du das machst mit kleineren Beträgen, dann wird es dir später mit größeren Beträgen auch nicht mehr schwer fallen. Ich kriege jetzt keinen Herzinfarkt mehr, wenn ich fünfstellige Beträge hin und her schiebe. Hätte ich das aber früher nicht mit vierstelligen Beträgen gemacht und mit dreistelligen Beträgen, wäre es wahrscheinlich super aufregend für mich, jetzt mal irgendwo 20.000, 30.000, 60.000 anzulegen, 80.000 anzulegen, 120.000 Euro nach Bondora zu schieben. Da würde ich wahrscheinlich einen Herzinfarkt kriegen. Aber weil ich das auch schon mit 4.000 Euro gemacht habe, mit 3.000 Euro, mit 2.000, mit 200 Euro, mit 600 Euro, ist es für mich ganz natürlich geworden, dass ich investiere und dass ich mich um mein Geld kümmere. Und was ich zum Beispiel auch habe, ist eine Excel-Tabelle, wo ich genau aufgeschrieben habe und genau tracke, wie viel Geld habe ich auf welchem Konto, wie viel Geld habe ich zu welchem Zinssatz, wo angelegt, welche Rendite habe ich davon bekommen. Also, dass du so ein Gesamtportfolio aufbaust und das immer im Blick behältst. Und du das Portfolio auch immer wieder umschichten kannst, wenn du siehst, irgendwas performt besser oder du willst jetzt mal auf eine sicherere Strategie gehen oder du brauchst das Geld schneller verfügbar, dann lohnt sich zum Beispiel Bondora, Go and Grow, tagesaktuell, also wie so ein Tagesgeldkonto. Je nachdem, wie viel Cashflow du gerade bist, je länger du es anlegst, umso mehr Interest und Zinsen bekommst du, wie zum Beispiel Aktien ist auch ein Long-Term-Game. Also investier zum Beispiel in Aktien nur Geld, was du jetzt auch kurzfristig nicht brauchst, weil es kann passieren, ein Aktienkurs ist auch sehr volatil, dass der auch mal runtergeht. Und guess what, wenn du dann das Geld brauchst, dann holst du es mit Verlust raus. Das heißt, wenn du in Aktien investierst, meine Empfehlung, also nur meine private, ne, ich bin kein Financial Advisor, wären zum Beispiel Zukunftstechnologiewerte, wie zum Beispiel Google, Apple, Facebook, Amazon. Das sind die vier Aktienwerte, in die ich investiert habe. Sogenannte GAFA. Schreib das auf. Google, Apple, Facebook, Amazon. Also kleine Beträge reichen, um schon mal anzufangen und in das Investment-Mindset zu kommen. Also jetzt schon so verhalten wie dein zukünftiges Ich. Richard Branson hat sich Necker Island angeschaut, als er noch gar nicht die finanziellen Ressourcen dafür hatte. Er hatte aber so getan und sich schon so verhalten, als ob er die finanziellen Ressourcen dafür hat und hat sich auf Necker Island fliegen lassen mit seiner Frau und hat ein schönes Wochenende verbracht. Er wusste aber selber, er hat das Geld noch nicht, aber wollte schon mal in diesen State gehen, wie es ist, wenn er das Geld hat, um die Insel zu kaufen. Und 7 Jahre später war es soweit. Er hatte die finanziellen Ressourcen. Derjenige wollte die Insel verkaufen und Richard Branson war ready, weil er sich schon mal damit beschäftigt hat. So wie wir in Thailand oder in Brasilien. Wir beschäftigen uns schon, ich glaube, seit 3 oder 4 Jahren haben wir uns damit beschäftigt, Property im Ausland zu kaufen, ein Stück Land. Und haben dann immer mehr gelernt, worauf musst du achten? Gibt's eine Public Road? Ist da schon Wasser? Kann man einen Brunnen graben? Gibt's Strom? Gibt's Internet? Welche Grundbucheinträge gibt's? Wie viel Geld sollte ich investieren? Wie sollte ich das investieren? Sollte ich ein Unternehmen in dem jeweiligen Land aufmachen oder als Privatinvestor? Was für Vorteile hat es zum Beispiel, wenn ich ein Unternehmen gründe? In Brasilien haben wir eine Company eröffnet und dadurch können wir uns jetzt für ein Investment-Visa bewerben. Wenn du 500.000 Real, das sind 120.000 Euro, wenn du diese Summe ins Land bringst, die bringen wir jetzt ins Land nach Brasilien, hast du die Möglichkeit, dich für ein Investmentvisum zu bewerben und dadurch kriegst du die Permanent Residency. Das heißt, in Zukunft sind wir in Brasilien nicht mehr auf dem Touristenvisum unterwegs, sondern sind Permanent Residents durch unser Investmentvisum. Das gleiche hier in Thailand. Aus verschiedenen Gründen hat es total Sinn gemacht, hier eine Firma zu gründen. Also haben wir hier eine Company eröffnet, um das Stück Land zu kaufen. Also beschäftige dich vorher schon mit den Dingen, die du in der Zukunft machen willst. Und wenn es ein Traum von dir ist, es macht aus verschiedenen Gründen auch sehr viel Sinn, Properties zu erwerben, Land zu erwerben, Immobilien, Grundstücke, weil da auch der Supply wieder gecapped ist. Es gibt nur eine begrenzte Fläche auf dieser Erde an Grundstücken. Und das heißt, es kann nicht wie bei dem Geld aus dem Nichts neues Geld erschaffen werden und dann Inflation entstehen, sondern es ist sehr wahrscheinlich, dass der Wert von Grundstücken in der Zukunft steigt.
So, und wenn du das vorhast, dann beschäftige dich jetzt schon mal damit, wie es ist, ein Grundstück zu kaufen oder eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu kaufen, in einem fremden Land zu investieren. Worauf muss ich da achten? Was passiert, wenn ich eine Firma eröffne? Geht das überhaupt? All diese Dinge. Also start before you're ready. Ich kann mich noch erinnern, als Feli und ich in Belize waren, sind wir auch in Remax, ist so eine große Real Estate Company all over the world, sind wir da reingerannt und haben gesagt, wir wollen ein Stück Land kaufen, wir wollen investieren. Aber wir hatten auch schon ein kleines Budget und haben uns einfach nacheinander mit so einem Golfkart über die Insel fahren lassen und haben uns ein Stück nach dem anderen angeguckt und haben super viel gelernt über die verschiedenen Optionen, die man hat, worauf man achten muss, wie viel Geld man braucht, wie sich der Wert eines Grundstückes bemisst. Es ist direkt am Meer. Hier in Thailand zum Beispiel gibt es sogenanntes Coconut Land. Das ist so ebenerdig. Und dann gibt es aber auch Land mit Sea View. Das ist natürlich ein bisschen teurer. Und dann gibt es Land direkt am Meer. Das ist auch ein bisschen teurer, aber macht aus verschiedenen Gründen vielleicht auch gar nicht so viel Sinn, weil der Strand zum Beispiel immer public ist. Das heißt, der Strand selber kann nicht dir gehören. Und das alles, sich das mal bewusst zu machen, macht total viel Sinn, weil als wir in Brasilien letztes Jahr dann die Möglichkeit hatten, das Stück Land zu kaufen, waren wir sowas von ready. Wir wussten, wie viel wollen wir investieren, wir wussten, wo wollen wir investieren und wir wussten, wir möchten investieren, wir wussten, dass wir investieren wollen. Und dann haben wir noch ein bisschen nachverhandelt und dann den Deal abgeschlossen und uns das Stück Land gekauft. Das gleiche hier in Thailand. Wir waren ready. Wir haben uns schon seit Jahren damit beschäftigt, in Thailand Land zu kaufen. Haben super viel gelernt die letzten Monate, seit Januar. Super viel Zeit und Aufwand da reingesteckt. Und als wir dann eine gute Opportunity hatten, waren wir ready, haben das Geld rübergeschoben und haben jetzt das Stück Land in Thailand. So, und sei es dir auch wert, in dich selber zu investieren. Das war auch nochmal ein riesen Mindset-Shift für uns. Als wir vor 2 Jahren auf die Fastlane gegangen sind, ist das dadurch passiert, dass wir in uns selber investiert haben. Wir haben angefangen, auf Seminare zu gehen, sind zu Tony Robbins geflogen, wir waren bei Dr. Joe Dispenza, wir waren beim A-Fest. Nächste Woche fliegen wir wieder nach Australien zu Tony Robbins, zu Date with Destiny. Und guess what? Ich bin es mir wert, auch in einer guten Ticketkategorie zu sitzen. Früher hätte ich mir wahrscheinlich das günstigste Ticket geholt, was verfügbar ist, um Kosten zu sparen. Heute weiß ich, wenn wir jetzt nach Australien gehen, bin ich in der teuersten Kategorie, Diamond Ticket für 10.000 Euro. Weil ich weiß, in dieser Ticketkategorie treffe ich sehr wahrscheinlich Menschen, die auch bereit sind, in sich zu investieren, die finanziellen Mittel dafür haben. Und diese Kontakte können in Zukunft Gold wert für mich sein. Das habe ich letztes Jahr schon in Singapur gemerkt, da war ich auch beim Tony Robbins Event bei UPW und war nicht mehr wie in London. Vor 2 Jahren war ich das erste Mal bei Tony Robbins, da habe ich mir Gold-Kategorie geholt. Also nicht die ganz günstigste, aber noch so die zweitgünstigste. Und habe mich maßlos geärgert, dass ich nicht weiter vorne saß. Und da hat Tony Robbins einen Satz gesagt. Er hat gesagt, die Leute hier vorne in den vorderen Kategorien, und wenn du auch einer bist, der hinten sitzt und sich gerade ärgert, und hat er mich genau erwischt und getriggert. Das sind die Menschen, die ihren eigenen Wert erkannt haben, die es sich wert sind, in sich selber zu investieren. Und wenn du das einmal verstanden hast, dann kommst du mega gut auf die Fast Lanes. Letztes Jahr in Singapur war ich dann in der Ruby-Kategorie. Da war ich näher an Tony dran. Ich habe ihm sogar einen kleinen Brief geschrieben, konnte ihn zustecken, als der Security nicht geguckt hat. Und jetzt freue ich mich, wenn wir in Australien dann in Diamond sind. Aber das ist alles ein Step-by-Step-by-Step-by-Step-Prozess, bis du einmal verstanden hast, dass es sich lohnt, zum Beispiel auch in Coachings zu investieren. Vor 2 Jahren haben wir auch angefangen, in internationale Coaches zu investieren. Aus den USA, einer kam aus Israel, ein Coach aus Australien. Das waren alles Online-Business-Coaches, die uns genau gesagt haben, was wir als nächstes machen sollen. Wie wir unser Team aufbauen sollen, was für Projekte wir starten können. Viel Mindset-Arbeit, das zum Beispiel bei uns beim DNX-Coaching-Programm auch ein super, super wichtiger Bestandteil. Jeden Montag haben unsere Kunden Live-Call zum Thema Mindset mit der Julia. Und was wir da schon an Durchbrüchen gehabt haben. Weil du kannst als Unternehmer immer nur so viel Geld verdienen, wie du auch persönlich gewachsen bist. Darum ist es auch so bei Lotto-Millionären, wenn die 1 Million verdienen, ich glaube 80% aller Lotto-Millionäre sind nach 3 Jahren wieder pleite. Das heißt, die können das ganze Geld gar nicht halten. Der Money-Mindset ist noch gar nicht so weit. Die wissen gar nicht, was sie mit diesem Geld machen.
und spenden das dann für unnütze Dinge wie vielleicht Autos, also materielle Konsumgegenstände und lassen das Geld nicht für sich arbeiten. Überleg mal, 1 Million Euro, wenn du die anlegst, konservativ, kriegst du immer noch ziemlich sicher 10% Zinsen. Und das sind dann 100.000 Euro im Jahr nur an Zinsen. Wenn du das auf den Monat runterrechnest, sind das 8.000 Euro bis an dein Lebensende, von denen du easy leben kannst. Aber weil die meisten Lottomillionäre Menschen sind, die sich noch nicht so viel mit Geld beschäftigt haben, sonst würden sie auch nicht Lotto spielen, weil die Wahrscheinlichkeit, im Lotto zu gewinnen, ist geringer als vom Blitz getroffen zu werden. Das musst du dir mal wegtun. Und wenn dann doch einer von denen mal Glück hat, die Million zu gewinnen, dann ist die Million auch ganz schnell wieder weg. Das heißt, beschäftige dich jetzt schon, auch wenn du noch nicht die Million auf dem Konto hast oder die 6-stelligen Beträge oder die 5-stelligen, beschäftige dich jetzt schon mit deinem Money-Mindset und deinem Investment-Mindset. Und für mich zum Beispiel ist ganz klar, ich fliege nur noch Business Class, weil ich es mir wert bin. Weil es natürlich auch richtig geil ist. Wir fliegen ja meistens auch richtig lange Strecken und dann kannst du da pennen. Also kannst du das so richtig wie so ein Bett machen. Dann noch die Noise-Canceling-Kopfhörer auf. Jackpot. Der andere Vorteil ist, wenn du in der Business Class bist, lernst du Menschen kennen, die auch in der Business Class sind. Und guess what? Das sind richtig nette, herzzentrierte Menschen, die aus irgendeinem Grund an den Punkt gekommen sind, sich auch die Business Class leisten zu können. Und wenn du da mal versuchst, Muster zu erkennen, Patterns, gibt es immer so eine kleine Lounge auch im Flugzeug, wo man sich dann hinsetzen kann und mit den anderen connecten kann. Dann sind das immer alles sehr erfolgreiche Unternehmer, die in sich selber investiert haben, die sich ihren eigenen Wert bewusst sind und die sau viel Mehrwert für andere Menschen erschaffen haben, wie auch immer. Und wenn du sagst, du kannst dir jetzt noch kein Business leisten, ist kein Problem. Bei uns war es so, wir haben Erst Economy natürlich immer geflogen, Holzklasse. Irgendwann konnte ich mir leisten, beim Condor-Flug nach Fortaleza in die Premium Economy zu gehen, weiß ich noch. Kleiner Aufpreis, weiß nicht mehr, 50 Euro oder 100 Euro. Da habe ich gesagt, weißt du was? Ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Und habe 2 Jahre, glaube ich, immer da so rumgeschwänzelt um die Premium Economy. Und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, so, wir buchen jetzt mal Premium Economy für uns. Auch wenn es eine günstige Option geben würde, für im Grunde die gleiche Leistung. Aber da kommt es auch immer drauf an, was ist für dich die Leistung? Ist es nur von A nach B zu kommen? Oder ist es zum Beispiel bei Premium Economy ein bisschen mehr Beinfreiheit zu haben, ein bisschen gemütlichere Sitze zu haben? Da ist auch ein cooles Beispiel von Feli und mir, dass es immer total individuell verschieden ist, wie viel Wert du einer Sache beimisst. Feli zum Beispiel, oder Yara, wir sehen, der Name ist noch nicht ganz einfach mit den neuen. Yara Joy kauft sich ein organisches, veganes Haarshampoo für 70 Euro, wo ich mir denke, nie im Leben würde ich 70, 80 Euro für ein Shampoo ausgeben. Zumal ich kaum noch Shampoo benutze. Auf der anderen Seite bin ich es mir wert, immer das geilste Kitesurfing-Equipment zu haben. Weil ich weiß, dass die Technologie sich von Jahr zu Jahr weiterentwickelt. Das heißt, ich habe immer die neuesten Core-Kites. Ein Kite kostet ungefähr 1.000 Euro. So, der ist dann neueste Technologie, der hat keine Löcher, das Tuch ist noch richtig fest und du hast einfach viel mehr Fahrvergnügen auf dem Wasser. Du kannst viel besser springen, du kannst viel besser landen, du kannst höher springen. Der Kite lässt sich einfach viel besser steuern. So, und Feli sagt da, Yara, mittlerweile ist sie da auch weiter, aber früher, vor 1-2 Jahren hat sie noch gesagt, wieso soll ich mir so einen teuren Kite holen? Das ist doch totaler Quatsch. Ich hole mir einen gebrauchten Kite von 5 Saisons zurück, der noch 10-mal geflickt wurde für 300 Euro, aber der reicht mir. So, was aber passiert, Feli ist dann Yara mit den Kites aufs Wasser. Ja, und ganz oft irgendwie ist der Kite gecrashed oder der war nicht so stabil in der Luft oder der ist mal gerissen, weil er schon so alt war, das Tuch, der ist runtergeknallt und letztendlich Short-Term hat sie da ein paar Kosten gespart, aber Mid-Term und Long-Term war dann die Experience, die Erfahrung, das Vergnügen auf dem Wasser nicht so schön wie mit einem guten Core-Kite,
den sie dann auch mal Test geflogen ist und dann den Unterschied gesehen hat. Aber daran siehst du auch wieder so, wie verschieden der Wert ist, den man einer bestimmten Sache beimisst. Ich würde mir kein Shampoo für 70, 80 Euro holen. Feli würde sich kein Kite für 1.000 Euro holen. So, und die Wahrheit? Es gibt keine Wahrheit. Die Wahrheit ist, es ist immer das richtig, was in dir selber ist. Also du bist dein eigener Guru. Du hast immer die Wahrheit. Und du weißt ganz genau, was richtig und falsch ist. Darum gibt es auch keinen richtig oder falsch von außen oder irgendwelchen Leuten, die dir das sagen. Nur du selber weißt für dich, was richtig und was falsch ist. Jetzt nochmal zum Thema Mindset und die Lotto-Millionäre, die so schnell ihr Geld verlieren. Oder in den USA gibt es super viele Millionäre, die sehr schnell reich geworden sind, Unternehmer, und dann relativ schnell auch wieder alles verloren haben. Dann wieder die Millionen hatten, wieder die Millionen verloren und dann wieder die Millionen, dann konnten sie halten. Das heißt, ihr unternehmerischer Erfolg ist schneller gewachsen als ihr Mindset. Gott sei Dank hat mein Mann eine Glatze. So, und diese Unternehmer sind so schnell zu unternehmerischem Erfolg und Geld gekommen, da konnten sie persönlich gar nicht mehr mitwachsen und die konnten das Geld nicht halten, hatten die Kosten nicht im Griff, sind wieder auf Null geknallt. So, warum sind die aber so schnell wieder zur Million gekommen? Weil reiche Menschen sind nicht nur finanziell reich, sondern haben ganz viel Know-how und Knowledge und Skills in sich. Das heißt, wenn mir von heute auf morgen jemand mein ganzes Business komplett wegnehmen würde, ich müsste wieder von Null anfangen, guess what, ich wäre innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr wäre ich wieder da, wo ich jetzt bin, bei einer 500.000 Jahresumsatz. Easy. Easy done. Weißt du, warum ich das so selbstsicher sagen kann? Weil was man mir nicht nehmen kann, ist mein Knowledge, mein Business Knowledge, mein Online-Marketing Knowledge, meine Skills und ganz, ganz wichtig, mein Netzwerk, mein Network. Wir haben mit so vielen Menschen connected, wir haben so viele Freunde auf der ganzen Welt, so viele Unternehmer, da ist so viel Know-how, wir sind in so vielen Mastermind-Gruppen drin, wo du immer die neuesten Hacks und Tricks und Mindset-Themen lernst. So, wenn einer von unseren Freunden was rausfindet, was funktioniert, dann wird das geteilt. Und weil ich jetzt in diesen Netzwerken drin bin oder zum Beispiel zu Tony Robbins gehe oder in Mastermind-Gruppen in den USA investieren will, umgibst du dich mit den Menschen, die schon da sind, wo du hin willst, also musst auch immer gucken, dass du dich mit den Menschen umgibst, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst, die schon weiter sind als du, da, wo du hin willst. Deshalb ist es so wichtiger, auch in dich selber zu investieren, um an diese Menschen ranzukommen. Hätte ich mir vor 5 Jahren diese Diamond-Tickets leisten können in Australien mit Tony Robbins? Nee. Also ist das alles ein Prozess. Bin ich jetzt ready? Ja. Habe ich da Bock drauf? Ja. Weiß ich, dass mir das viele wertvolle Kontakte bringt zu anderen krassen Unternehmern? Ja. Also ist alles immer ein Prozess. Sobald du Geld übrig hast, zum Investen, und sei es nur 100 Euro im Monat, dann fang an, dich mit Aktien zu beschäftigen. Wir haben zum Beispiel angefangen mit ETFs, das sind Aktienindizes, die bilden zum Beispiel den DAX ab. Oder es gibt einen Aktienindiz, der heißt MSCI World, der bildet die 1000 wichtigsten Aktienwerte auf der ganzen Welt ab. Das heißt, wenn der Gesamtmarkt steigt, profitierst du davon. Wenn der Gesamtaktienmarkt bearish wird, fällt, dann fällt auch dein ETF. So, was uns an ETF gestört hat, war, dass du keinen Einfluss darauf hast, welche Firmen du damit unterstützt, also in welche Aktien du investierst, weil du investierst in einen Aktienindex. Und in diesem Index können dann Firmen drin sein, wie zum Beispiel McDonald's oder Coca-Cola oder Nestle, oder Red Bull, die ich auf keinen Fall, oder Monsanto, auf keinen Fall unterstützen will. Und deshalb, als mir diese Erkenntnis gekommen ist, dass jede kleine Entscheidung, die du selber triffst, auch übrigens bei der Ernährung, wenn du auf vegan gehst, meine ETFs wieder aufzulösen und das ganze Geld da wieder rauszuholen. Weil das macht keinen Sinn, Wein zu predigen und Wasser zu trinken oder umgekehrt. Ich weiß nicht genau, wie das Sprichwort geht. Aber du musst auf jeden Fall immer authentisch bleiben. Das, was du sagst, musst du auch leben und vorleben. So, deshalb habe ich die Sachen aus dem ETF wieder rausgeholt und habe sie dann in Technologiewerte investiert. Wie Google, Apple, Facebook, Amazon. Wenn du willst, kannst du auch Netflix dazu nehmen. Was ich noch gemacht habe, ist meine ganzen Tagesgeldkonten leergeräumt.
weil das Geld ja von der Inflation aufgefressen wird, und habe das zum Beispiel auf Bondora geschoben. Go and Grow Account, 6,75% Zinsen pro Jahr. Einen Teil, weiteren Teil, wichtig ist auch immer Risk Management, also Asset Allocation. Das heißt, du verteilst dein Geld, was du hast, auf verschiedene Investment Vehicles. Das heißt, wenn Krypto runtergeht, ist mir das in dem Moment egal, solange du nicht verkaufst, ist es auch noch wirklich kein Verlust, kein Loss, kein realisierter Verlust, sondern nur ein fiktiver Verlust. Ist mir das egal, weil ich mein Geld auch noch in anderen Assets angelegt habe, wie zum Beispiel bei Bondora, wo ich genau weiß, jeden Monat, jeden Tag kumuliert sich mein Geld und erhöht sich. Und durch den Zinseszinseffekt wird das auch immer schneller und immer mehr. Das heißt, je früher du investierst, umso schneller kommst du zu deinen Einkommenszielen. Wenn du hier bist mit, keine Ahnung, wie alt bist du? 25, sagen wir mal. Und hier bist du mit 35 und fängst hier schon an zu investieren, hast du mit 35 viel mehr Geld, als wenn du mit 30 anfängst zu investieren, nur diese kleine Zeitspanne hast und dann nur bis hierhin kommst. Das heißt, je früher du anfängst zu investieren, umso höher dann dieser Zinseszinseffekt, der sich kumuliert. Und der Zinseszinseffekt ist richtig, richtig geil. Das heißt nämlich, dass wenn du Geld anlegst und du kriegst Zinsen dafür und es wird wieder angelegt, kriegst du Zinsen auf die Zinsen und irgendwann Zinsen auf die 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 Zinsen. Und ich hoffe, spätestens jetzt merkst du, wie viel Sinn es macht, zu investieren und dein Geld für dich arbeiten zu lassen, dich nicht mehr zu versklaven für das Geld, sondern das Geld einfach, solange wir in dieser Welt leben, gibt es das Geld für dich zu nutzen und für dich arbeiten zu lassen. Also, ich habe mein Geld in Aktien, GAFA-Werte, dann habe ich es auf Bondora und dann habe ich es auf Mintos. Und Mintos ist eine Peer-to-Peer-Plattform. Da gibt es in Amerika auch ein großes Unternehmen, das heißt Lending Club. Aber mit Mintos kriegst du noch mehr Zinsen. Und da stellst du dein Geld privat Kreditnehmern zur Verfügung. Alles automatisiert über die Plattform, du kriegst davon gar nichts mit. Kannst ein Auto-Invest-Portfolio anlegen, kannst sagen, wie viel du investieren willst, in welche Werte, wie viel Zinsen du haben willst. Am besten nur die nehmen mit Buyback-Garantie. Das heißt, wenn mal ein Kredit ausfällt, wirkt dafür dann Mintos und kauft quasi, zahlt dir das Geld zurück. Und du verlierst kein Geld. Peer-to-Peer-Investment auf jeden Fall mit beschäftigen. Neben Mintos gibt es da auch noch andere Plattformen wie Swaper zum Beispiel. Aber Mintos ist meine Plattform der Wahl. Dann, was ich gemacht habe, ich habe in Krypto investiert, schon relativ früh. Ich glaube, da war der Bitcoin bei $500. So, mittlerweile ist er das Zehnfache wert. Und konnte das auch nur machen, weil ich so eine absolute Klarheit auf einmal hatte. Und die hatte ich aber nur, weil ich mich mit der Technologie dahinter beschäftigt habe, mit der Blockchain. Das heißt, wenn alle Zeitungen schreiben, vielleicht sogar im schlimmsten Fall die Bild-Zeitung, dass du jetzt in Krypto und Bitcoin investieren solltest, dann ist es schon meistens viel zu spät. Das heißt immer, buy the rumors and sell the news. Das heißt, wenn es in den Mainstream-Medien angekommen ist, dann solltest du verkaufen. Aber davor kannst du deinen eigenen Research machen und dich darüber informieren, wie wertvoll und wie powerful diese Idee der Blockchain ist, wo es keine Mittelsmänner mehr gibt, wo öffentlich einsehbar ist, welche Transaktionen stattgefunden haben, was nicht manipulierbar ist, wo du wirklich in deiner Kraft bist. Und ich kann jetzt jemanden in Buxtehude oder in Tansania oder in Australien oder in Brasilien innerhalb von Sekunden meine Kryptos senden. Vom Wallet zu Wallet. Meine Bitcoins. Die ich aber übrigens gerade lieber behalte. Also Bitcoin ist für mich zum Beispiel auch eine Long-Term-Strategy. Also ich bin ein sogenannter Hodler, Holden heißt das. Und lass mich nicht beeinflussen von Emotionen am Markt. Es gibt immer zwei Emotionen, die dafür verantwortlich sind, dass man falsch reagiert am Markt. Das ist Fear oder Greed. Also Angst oder Gier. So, und dann gibt es die Leute, sobald der Kurs runtergeht beim Bitcoin, kriegen die Panik. Und das sind die sogenannten Panikverkäufe. Und im schlimmsten Fall verkaufst du dann deine Coins mit Verlust. Und das ist das Dümmste, was du machen kannst. Oder es gibt Leute, der Kurs steigt und steigt und steigt, die kriegen aber nicht den Hals voll. Das ist Greed. Und die haben für sich vorher noch nicht ausgerechnet,
wie viel ist denn genug? Mit wie viel bin ich zufrieden? 1000% Performance ist doch mega. Dann gehe ich da mal raus und sichere mir, nehme den Gewinn quasi mit. Solange du deine Coins nicht verkaufst, ist auch kein realisierter Gewinn oder Verlust. Und da ist aber ganz wichtig bei Krypto-Investments, investiere wirklich nur das Geld, was du komplett verlieren kannst. Es ist so volatil und noch so unsicher und noch so neu, unsicher in terms of, was die Zukunft bringt, weiß kein Mensch. Ich bin mir relativ sicher, was passieren wird. Darum habe ich auch so ein hohes Vertrauen da rein und habe auch Geld investiert in den Kryptomarkt. Aber investiere dort kein Geld rein, was du nicht komplett verlieren kannst. Und mach deinen eigenen Research. Beschäftige dich mit der Blockchain, der Technologie dahinter. Warum Bitcoin oder Krypto einfach so ein revolutionäres Konzept ist, was nochmal alles verändern wird. Wenn du dann sicher bist, investier. Am besten investier dann auch nicht in irgendwelche Altcoins. Das sind alle Coins neben Bitcoin. Sondern wenn dann in Bitcoin. Weil der ganze Markt ist aktuell noch von Bitcoin abhängig. Was ich gemacht habe, einen zweiten Coin, den ich investiert habe, ist der Binance Coin. Das ist ein Krypto-Exchange, der egal, ob die Kurse steigen oder fallen, immer Umsatz macht. Also die großen Gewinner in der Kryptoindustrie sind die Exchanges, auf Deutsch Plattformen. Und Binance hat auch noch eine sehr geile Vision, hat einen mega smarten CEO. Und deshalb bin ich von Binance auch so überzeugt, dass ich da auch investiert habe. So, letzter Punkt. Wenn du dann soweit bist, investiere in Properties, in Land. Wir haben jetzt in Brasilien investiert, wir haben in Thailand investiert und wir wollen eine dritte Homebase in Österreich haben. Plus die Insel, plus das Healing Center in Brasilien. Das heißt, das sind alles Assets, die kann dir irgendwann keiner mehr nehmen. Das ist deins, das Stück Land. Da kannst du immer noch dein Zelt aufschlagen und unter den Sternen schlafen. Und du zahlst auch nie mehr im Leben Miete. Miete ist einer der größten Kosten, Apparate, die du generierst in deinem Leben. Du musst jeden Monat Miete zahlen. Und das haut dich immer wieder runter. Das heißt, es ist viel schwieriger, finanziell erfolgreich und frei zu werden, wenn du noch die ganze Zeit Miete zahlen musst. Deshalb macht es ab einem gewissen Punkt Sinn, Properties zu kaufen, da rein zu investen. Und das Geile ist, du kannst Properties auch immer noch untervermieten über Airbnb, wenn du da selber nicht wohnst. Und kannst dadurch quasi deine Miete querfinanzieren, die du woanders dann zahlen musst, wenn du nicht dort auch noch Properties hast. Das zum finanziellen Investment. Und dann gibt's noch das Investment in dich selber, wie zum Beispiel Mentoring und Coaching-Programme, womit wir vor 2 Jahren angefangen haben, was unser Business nochmal mega durch die Decke hat schießen lassen, weil wir uns endlich es wert waren, in uns zu investieren, uns helfen zu lassen, nicht zu denken, wir wissen alles besser, wir wissen es eh schon, wir müssen das Geld beisammen halten, wir müssen Kosten gering halten. Nee, wir investieren in uns und wir investieren in die Zukunft und haben uns die besten Coaches genommen, die es auf dem Markt gab, sind zu den besten Events gefahren, die es auf dem Markt gibt und haben da die beste Preiskategorie gebucht, die wir uns leisten konnten. Du glaubst gar nicht, wie geil sich das anfühlt, wenn du in dich selber investierst, wenn du einfach mal Ja zu dir sagst. Und du sagst, yes, ich bin es mir wert. Und ich sitze nicht mehr hinten letzte Reihe, irgendwo im Nebenraum auf dem Videomonitor. Ich bin ganz nah dran und lerne in diesem Bereich dann auch entsprechende Leute kennen, die bereit sind, in sich zu investieren, die Bock haben, ihr Netzwerk zu erweitern, sonst würden sie nicht auf dem Event sein. Und mit denen du connecten kannst, von denen du wieder was lernen kannst, wo du vielleicht Business Opportunities bekommst oder Investment Opportunities. Also investiere nicht selber, such dir einen Mentor, investiere in Coaching-Programm. Wenn du Bock hast, investiere in unser Coaching-Programm, den xcoaching.de, blende ich dir auch nochmal ein. Genau, wenn du Expertenwissen hast und ein skalierbares Online-Business aufbauen willst, und dazu von unseren Coaches, wir haben 5 zusätzliche Coaches drin, neben Feli und mir, zu den Themen Mindset, zum Thema Facebook Ads, zum Thema Kommunikation, zum Thema Verkaufen, also alles, was du brauchst, um erfolgreich ein Business aufzubauen, dann investiere gerne in unser Coaching, investiere in anderes Coaching, investiere in einen anderen Mentor, whatever, aber investiere in dich selber. Next, investiere in dein Netzwerk. Geh auf Events. Ich weiß noch, es ist super anstrengend, auf Events zu gehen, weil man in seiner Komfortzone ist oder
irgendwas dazwischen kommt, called life, irgendwas ist ja immer. Aber wenn du dich einmal committest, dahin zu gehen, dann gehst du auch. Also was einmal in deinem Kalender steht, das machst du auch. Und auf den Events kannst du super geil dein Netzwerk growen. Letztes Jahr waren wir zum Beispiel auf dem Awesomeness Fest in Sardinien und haben da so krasse Leute wie Jay Shetty getroffen. Einfach mal abends auf den Networking-Events. Und an so Menschen kommst du normalerweise nicht mehr ran. Plus, so jemanden oder überhaupt jemanden mal live gesehen zu haben, Auge zu Auge, ist es viel more likely, also viel wahrscheinlicher, dass daraus eine richtig enge Verbindung und Beziehung entsteht. Also Step 1 ist immer online zu connecten, Step 2 ist mal auf einen Skype- oder Zoom-Call zu gehen und Step 3 ist, auf Events zu gehen, wo diese Menschen sind. Darum, wenn wir jetzt nächsten Monat nach Australien gehen wir danach nach Berlin, haben unser eigenes DNX-Event. Wenn du noch kein Ticket hast, sind schon über 1000 Leute am Start, geh auf dnxfestival.de, poste ich hier auch nochmal rein. So, da connecten wir erstmal mit unserer eigenen Community, freue mich schon mega drauf. Aber was wir danach machen ist, wir gehen auf das Event von Tobias Beck, wir gehen auf das Event von Christian Bischoff, wir gehen auf das Event von Dirk Kräuter und das alles im Wochentakt. Bam, bam, bam. Weil erstens, wir so selten in Deutschland sind, dass wenn wir das machen, das dann auch relativ zügig und knackig wird. Und zweitens, weil ich genau weiß, dass mich das wieder weiterbringt für mein Business. Andere coole Menschen kennenzulernen, die auch in sich investieren, die auf solche Events gehen, um mit unseren Freunden zu connecten, wie den Tobi oder den Dirk oder den Christian Bischoff. Also, sei es dir wert, investiere in dich selber, investiere in Events, investiere in Seminare. Investiere in dein Team. Heißt, investiere in deine Prozesse. Das haben wir auch viel zu spät gemacht. Wenn wir viel früher in unser Team investiert hätten, hätten wir unser Business viel schneller skalieren können. Das heißt, einer der ersten Mitarbeiter sollte eine VA sein, eine virtuelle Assistentin oder ein virtueller Assistent, der dir dann Aufgaben abnimmt wie Accounting, Buchhaltung, Social Media Posts vorbereiten, Newsletter vorbereiten, also Copywriting. Einfach so die gute Seele im Hintergrund ist, die dir den Rücken frei hält, um die Sachen zu machen, wo du richtig wertvoll und richtig gut drin bist, wie zum Beispiel jetzt hier dieses Facebook Live. Weil deine Zeit ist verdammt kostbar. Das heißt, du musst irgendwann auch da rein investieren, dass du mehr Zeit hast. Weil Zeit ist eines der wenigen Dinge auf dieser Erde, die nie wieder zurückkommt. Egal wie viel Geld du hast, du kannst dir deine Zeit auf dem Planeten hier nicht mehr zurückkaufen. Du kannst Dinge tun, die dich vielleicht länger leben lassen, wie zum Beispiel eine gesunde vegane Ernährung, viel Sport zu machen, dich mit coolen, gleichgesinnten Leuten umgeben, meditieren, Spiritual Practice, immer in einem High Vibe zu sein, keinen Alkohol mehr zu trinken. All diese Dinge kannst du machen, um länger zu leben, aber letztendlich deine Lebenszeit kannst du dir nie wieder zurückkaufen. Und deshalb investiere irgendwann auch in die ersten Mitarbeiter, in dein Team. Outsourcing. Und last but not least, sieh dieses ganze Thema finanzielle Freiheit, Investment, als Long-Term-Strategie. Wie gesagt, ich habe vor Jahren damit angefangen. 5 Jahren oder so. Meine ersten kleinen Aktienwerte geholt. Damals hatte ich noch nicht viel Geld. Aber ich habe es trotzdem gemacht. Und war es spooky? Hatte ich da Schiss vor? Ja, total. Wusste ja auch nicht, was ich da tue. Aber ich habe Research gemacht. Das sind ja die geilen Zeiten, in denen wir gerade leben, dass du im Internet dich über alles informieren kannst. Und es gibt auch richtig gute Quellen zu allen verschiedenen Sachen mittlerweile. So, und ich habe einfach mal angefangen mit ETFs, Aktienindizes, habe da investiert. Hatte keinen Bock mehr, dass mein Geld aufgefressen wird auf dem Tagesgeldkonto. Und dann habe ich mich mit Krypto beschäftigt. Dann kam irgendwann dieses Peer-to-Peer-Investment in mein Leben. Property-Investment. Bondora. Du kannst auch in Gold investieren, in Silber. Du kannst in Bonds investieren. Also es gibt ganz viele Investment-Vehicles. Wichtig ist, dass du dich damit jetzt einmal beschäftigst, unabhängig von deinem Kontostand, von deinem Bankaccount, und guckst, wie kann ich meine ersten Moves machen zu finanzieller Freiheit. Und dir da nochmal das Schaubild vor Augen zu halten, die 5 Stufen finanzieller Freiheit,
Und was ist überhaupt mein Ziel? Ist es finanzielle Sicherheit, ist es finanzielle Vitalität, ist es finanzielle Unabhängigkeit oder ist es absolute finanzielle Freiheit? Und dein zukünftiges Ich wird dir jetzt, dein zukünftiges Ich wird dir dafür danken, dass du jetzt schon angefangen hast damit, dass du jetzt eine Entscheidung getroffen hast, dass du jetzt schon mal die ersten kleinen Investment-Moves gemacht hast. Wenn ich nochmal was anders machen würde in meinem Leben, dann wäre es früher zu investieren. Früher zu investieren in Coaching, in Mentoring, in Events, in und finanziell früher zu investieren. Um noch schneller auf die Fastlane zu kommen. Um noch schneller aus der Opferrolle rauszukommen. Ja, Leute, alles ist miteinander verbunden, alles ist Energie. Ah, wie schön. Je mehr Liebe du raussendest, umso mehr Liebe bekommst du. Umso mehr Wert du stiftest, umso mehr Wert bekommst du zurück. Am Ende des Tages, wie der Björn Puls am Anfang gesagt hat, ist Geld auch nur Energie. Ja? Also was ich hier gerade mache, ist, ich gebe meine Energie raus, mein Knowledge an euch. Und das kann in anderer Form von Energie zurückkommen, wie jetzt eure Herzen und eure Likes. Oder in unserem Coaching-Programm geben wir unsere Energie raus in Form von unserem Knowledge und in dem Coaching, der Umsetzung, der Strategie, den Templates, den Vorlagen. Und da kommt Energie in Form von Geld zurück. Wenn du jemanden anlächelst, dann ist es auch nur Energie und er lächelt zurück. Es ist ein Energieaustausch. Geld ist Energie. So, hier ist jetzt ein Kommentar von Florian. Der sagt, wo führt die Fastlane hin? Wann ist man angekommen? Dann, wenn du denkst, du bist angekommen. Wie gesagt, die Wahrheit steckt in dir selber. Du musst dir vorher ein Ziel setzen. Gerade auch enorm wichtig, um dich nicht totzuarbeiten und irgendwann zu vergessen, so, worum geht's eigentlich? Das solltest du eh nie vergessen. Du sollst dich niemals totarbeiten. Du sollst auch immer gucken, dass du eine gute Work-Life-Balance hast. Ich habe ja eben gesagt, wir hätten wahrscheinlich noch viel schneller skalieren können und finanziell auch erfolgreich sein können mit unserem Unternehmen. Also noch erfolgreicher. Aber dann hätten wir vielleicht auch viel mehr arbeiten müssen und viel mehr hustlen müssen. Und ich hätte nicht so viele Stunden auf dem Wasser verbringen können mit Kitesurfen oder hier so viele Spiritual Workshops und Ceremonies machen können. Also wichtig ist immer, dieses Wheel of Life im Hinterkopf zu halten und alles holistisch zu betrachten, eine gute Beziehung zu führen, dich gesund zu ernähren, viel Sport zu machen, spirituell zu wachsen und an deinem Unternehmen zu arbeiten. So, und Florian fragt, wo führt die Fastlane hin? Wann ist man angekommen? Ja, rechne dir das mal aus. Wie viel Geld brauchst du, um so richtig happy und erfüllt zu sein? Was denkst du? Den Wert kannst du ja auch immer wieder anpassen. Das ist 5.000 Euro pro Monat. Dann kannst du es ja hochrechnen. 5.000 Euro im Monat mal 12 sind 60.000 Euro im Jahr. 10% Zinsen wären 600.000, die du zum Investieren haben musst. Andere sagen, ich bin mit 3.000 Euro im Monat zufrieden. Mal 12 sind 36.000 Euro, die du an Zinsen, an Rendite erwirtschaften musst pro Jahr. Konservativ angelegt mit 10% sind das 360.000 Euro. Angelegt bei Mintos mit 14%. Sind es vielleicht nur noch 300.000 Euro. Wichtig ist, sich einmal damit zu befassen, mit diesen Werten, mit den Zahlen. Wo will ich überhaupt hin? Und was treibt dich an? Und wofür will ich das Geld überhaupt verwenden? Das ist auch ganz wichtig. Also wenn du zum Beispiel manifestierst, dass du viel Geld hast, aber du hast keine Verwendung für das Geld, guess what? Das Universum gibt dir dann kein Geld. Wenn du das Geld nur horten willst, quasi als Sicherheit für dich, ist der Welt nicht geholfen. Ist anderen Menschen nicht geholfen, ist der Erde nicht geholfen, ist dem Universum nicht geholfen. Darum, würdest du mir heute 2-3 Millionen geben, ich wüsste direkt, was ich mit diesen 3 Millionen Euro mache. Ich wüsste direkt, wo ich die rein investiere, was die nächsten Steps sind. Weil ich mich schon so lange damit beschäftigt habe, mit dem Healing Center in Brasilien, mit der eigenen Insel. Weiß genau, wo ich hingehen muss, was die nächsten Steps sind, an wen ich mich wenden muss, wem ich eine E-Mail schreiben muss. Und mach dir immer bewusst so, was machst du mit dem ganzen Geld, wenn du das hast? Und dann wird es auch immer konkreter, dann ist es nicht mehr nur so ein rationales Konstrukt, sondern beschäftige dich schon mal damit. Wir haben schon mal Research gemacht, was kostet eine Insel? Wo kann man eine Insel kaufen? Vladi Island ist die Website. Guck ich immer. Da guckt die Feli, die Jara immer. Und wir wissen genau, worauf muss man achten. Es gibt zum Beispiel Inseln, da sind noch Piraten unterwegs in den Gewässern. Ja.
im Jahr 2019. Klingt crazy, ist aber so. So, und dann kannst du dich informieren, was man da machen kann. Oder auf WikiHow, wie established man die Insel, ne? Das ist auch total geil. Oder auf WikiHow kannst du dir auch reinziehen, wie du so eine Insel bewirtschaftest, wie du die establishst. Und dich ganz konkret mit den Sachen beschäftigen. Ich weiß noch, ich habe mich vor einiger Zeit auch mal damit beschäftigt, so, was kostet zum Beispiel ein Tesla und wie kann man den ausstatten lassen. Und da gibt es so einen geilen Konfigurator, wo du dir das alles zusammenklicken kannst. Macht jetzt gerade keinen Sinn, weil ich noch sehr viel reise, aber wenn wir in Österreich sind, vielleicht hole ich mir einen Tesla. Und dann weiß ich aber genau schon, was für einen und welche Konfiguration. Man muss dann nur noch auf Absenden klicken. Das ist alles schon gespeichert jetzt quasi in meinem Profil. Also immer genau wissen, was willst du mit dem Geld machen? Willst du vielleicht deine Familie finanziell frei machen? Willst du auch ein Retreat-Center eröffnen? Willst du eine Insel kaufen? Willst du dir eine Villa auf Pangan kaufen? Willst du spenden? Willst du ein Tierheim eröffnen? Bedrohte Tierarten retten, so wie wir. Bedrohte Pflanzenarten retten. Also alles so coole Sachen, die dein Herz höher schlagen lassen, wo du so selber denkst, so yes, darauf habe ich Bock. Kleine Bemerkung noch zum Thema Spenden. Spende auf keinen Fall an die großen Organisationen, weil es da sehr wahrscheinlich ist, dass 10% von deiner Summe überhaupt bei dem Projekt ankommen und 90% in der Verwaltung aufgefressen werden von Gehältern und irgendwelchen Dienstwagen von diesen großen Organisationen. Und da kommt zum Beispiel auch wieder Krypto ins Spiel. Du kannst dir eine kleine Organisation aussuchen. Die meisten nehmen mittlerweile Bitcoin, weil sie wissen, ja, wie unabhängig sie das macht von irgendwelchen Mittelsmännern und Governments und Staaten. Und du kannst denen direkt Geld spenden. Oder hier zum Beispiel auf Kopangan gibt es so ein Pax Animal Care Center, wo wir, Yara und ich, hinfahren und dann direkt vor Ort spenden und denen das Geld in die Hand drücken, weil wir genau wissen, hier ist es in guten Händen, kümmern sich um Straßenhunde. Jetzt haben wir für Ocean Cleanup gespendet und für Yavanava-Tribe von Mitch. Oder wir haben jetzt für das Ocean Cleanup-Projekt gespendet. Von Ricardo. Oder wir haben dem Yavanava-Tribe eine Spende gegeben, das ist im Amazonas. Im Amazonas-Jungle ein brasilianischer Tribe, die gerade sehr viel Probleme und Struggles haben mit dem Government, das denen das Land wegnehmen möchte für noch mehr Palm Oil oder so, Soja-Anbau. Okay, ich soll schon mal alle darauf vorbereiten. Im Amazonas machen wir auch nochmal was richtig, richtig Fettes mit den ganzen Indianer-Tribes. Das ist auch zum Beispiel eine fette Vision, denen irgendwie eine Plattform zu geben, die Message auch mehr in die Welt rauszubringen, wie viel gute Arbeit dort von diesen Tribes gemacht wird und ja, wie inspirierend das sein kann, dass sie niemals den Glauben an das Gute im Menschen verloren haben, trotz der ganzen Struggles und dem Leid, das diesen Stämmen, diesen Amazonas-Stämmen widerfahren ist, denen ungerechtfertigterweise das ganze Land enteignet wurde, um darauf Ölpipelines zu bauen, zum Beispiel. Ja, da kann man mal eine eigene Folge drüber machen, was wir in allen Lebensbereichen noch für Visionen haben. Das inspiriert bestimmt ein paar Leute. Okay, cool, meine Lieben. Florian sagt, wo führt die Fantasie fast hin? Achso, das habe ich gerade beantwortet. Gute Seele im Hintergrund. Ja, Yara ist nicht immer im Hintergrund. Mal ist sie auch ganz schön im Vordergrund. Und ich bin im Hintergrund. Aber es ist schön, so einen Seelenpartner zu haben. Lydia sagt, kennt ihr eine Organisation, die pharmaunabhängig... Ups, jetzt habe ich hier umgeschaltet. Die pharmaunabhängig und tierversuchsfrei für gegen Krankheiten forschen. Das finde ich ja mega. Gibt's bestimmt. Also habe ich jetzt gerade keine im Kopf. Aber bin ich mir relativ sicher, wenn du ein bisschen Research machst. Die Consciousness, das Bewusstsein auf dieser Erde steigt ja zum Glück von Tag zu Tag. Das sieht man an allen Ecken und Kanten.
Und gerade die jungen Menschen sind sich sehr darüber bewusst, was alles schiefgelaufen ist die letzten Jahrzehnte hier. Und das Stella spenden wir auch mal, das geile Projekt in Afrika. Und ich bin mir sicher, da gibt es auf jeden Fall Projekte. Also mach mal ein bisschen Research und dann wirst du was finden. 22 Stars, auch so schön. Und da gibt es noch eine coole Organisation von Stella, auch aus der Nomad-Szene, die hat 22 Stars. Die ist in Uganda aktiv und unterstützt dort Waisenkinder. Und die Yara postet auch den Link in die Comments. Und da haben wir auch eine Patenschaft übernommen für einen Jungen, für den kleinen Emanuel. So Sachen machen einfach Spaß, siehst du? Also Geld gibt dir einfach mehr Optionen. Wie geil ist das denn? Wir können eine Patenschaft für ein kleines Kind in Uganda übernehmen und dafür sorgen, dass er zur Schule geht. Dass er Schulhefte hat, eine Schuluniform, Ausbildung. Geld verstärkt einfach nur den Charakter. Und Geld gibt dir einfach die Möglichkeit, noch mehr geile Sachen in diese Welt zu bringen. Deswegen müssen mehr gute Leute noch mehr Geld kriegen und verdienen. Deshalb müssen noch mehr gute Leute mehr Geld verdienen und in die Welt bringen. Alright, meine Lieben, ich mache jetzt an dieser Stelle Schluss. Wir sind jetzt bei 1 Stunde 30, bei 90 Minuten. Und bedanke mich für das Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bevor ich meinen Abschluss mache. Nee, ich bin jetzt raus. Alles klar. Wir sehen uns im nächsten Facebook Live. Peace and out. Ciao. Und lasst mir mal ein Like und ein Herzchen da, wenn euch das gefallen hat. Und shared auch gerne dieses Facebook Live mit euren Freunden, wenn ihr denkt, da ist jemand, der könnte von diesen ganzen Konzepten, was Geld ist, finanzielle Freiheit und Money Mindset, Geldglaubenssätze, der könnte davon profitieren. Dann teilt das bitte gerne. Ich bin jetzt aber raus und wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace and out. Bis dann. Zuerst einmal tausend Dank für deinen Support und fürs Zuhören. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere den Podcast und hinterlass uns bitte eine Bewertung. Das hilft uns nämlich, dass der Podcast von noch mehr Menschen gefunden wird. Und am Ende von dieser Folge habe ich drei Dinge für dich, die garantiert dein Leben verändern werden. First, das DNX Unlimited Premium Coaching. Möchtest du endlich raus aus der Zeit gegen Geldfalle, endlich damit aufhören, deine Arbeitszeit gegen Geld zu tauschen? Und du möchtest mehr Impact, mehr Umsatz und mehr Freiheit? Und du bist Coach, Trainer, Berater oder Speaker und hast Expertenwissen, mit dem du anderen Menschen helfen kannst? Das können auch Agenturen, Dienstleister oder Online-Marketing-Spezialisten sein. Dann können wir dir helfen, ein skalierbares Online-Business mit fünfstelligen Monatsumsätzen aufzubauen. Und welche Strategie wir dafür nutzen und wie wir das genau machen, erklären wir dir in unserer kostenlosen DNX Masterclass. Geh dafür einfach auf www.dnxmasterclass.de und check das Video aus. Und zusätzlich bekommst du von uns auch das E-Book Der Schlüssel zum authentischen Online-Business geschenkt. Und das alles 100% kostenlos und unverbindlich auf www.dnxmasterclass.de. Next, die DNX-Community auf Facebook. Hast du Bock, mit Zehntausenden von Gleichgesinnten abzuhängen, die auf der gleichen Journey sind wie du? Dann lade ich dich herzlich in unsere kostenlose DNX-Community auf Facebook ein. Die Facebook-Gruppe ist innerhalb kurzer Zeit von 0 auf über 18.000 Mitglieder gewachsen und in der Gruppe haben wir eine richtig hohe Energie, nur tolle Menschen am Start und es findet jeden Tag super viel Wissensaustausch statt. Yara, Joy und ich sind regelmäßig am Start und helfen, wo wir können. Geh jetzt schnell auf www.dnxcommunity.de und wir schalten dich kostenlos frei. Last but not least, das DNX Festival in Berlin. Das Event, mit dem alles angefangen hat, ist das DNX Festival in Berlin. Und diesen Sommer erwarten wir über 1500 gleichgesinnte Teilnehmer, die die Welt verändern. Und für mich ist das DNX Event echt immer das Highlight meines Jahres und einer der Momente, an denen ich mich total freue, nach Deutschland zurückzukommen. Und ich verspreche dir, du wirst die Tage auf dem DNX Event nie mehr in deinem ganzen Leben vergessen. Die DNX verändert dein Leben. Geh jetzt auf www.dnxfestival.de und sicher dir dein Ticket zum Frühbucherpreis. Auf der Website findest du alle Infos zum Eventprogramm, den Main Event Speakern und den DNX Workshops. Wir haben auch vergünstigte Tickets für Arbeitslose, Schüler und Studenten am Start.
Und das Geile an dem DNX-Event, nur eine Begegnung mit der richtigen Person kann dein komplettes Leben verändern. That's it. Wir sehen uns in der Masterclass, in der DNX-Community und live auf dem DNX-Event in Berlin. Peace and out.